Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen relativ kleinen Einkauf von mir. Und zwar war ich bei Müller und bei Rossmann, habe so ein bisschen was jeweils gekauft. Nicht super viel. Ich war ja erst vor kurzem bei Müller und auch erst bei Rossmann. Deswegen habe ich jetzt nur so die Sachen gekauft, die jetzt momentan verfügbar waren, die ich noch haben wollte. Und jetzt würde ich einfach sagen, ja, starte ich einfach mal mit dem Video durch. Wie gesagt, es ist nicht super viel, aber es sind ein paar Neuheiten dabei. Und ich würde einfach sagen, ich starte mal mit Müller. Dort habe ich zu einem endlich entdeckt von Cadea Vera hier dieses Vitamin C Enzym Peeling Puder. Das wollte ich gerne testen. Habe ich gleich zwei Beutelchen mitgenommen. Das ist mit Enzym und Vitamin C. Klares, strahlendes Hautbild für alle Hauttypen. Habe ich jetzt zweimal, wie gesagt, mitgenommen. Sind jeweils 2 Gramm. Und das soll man halt einfach, ja, in die Hand geben. Und dann aufschäumen mit dem Wasser und dann den Kreis bewegen auf das Gesicht. Auftragen, 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und dann wieder abspülen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Dann einmal eine Handcreme von Aveo, die ich testen wollte. Und zwar die Handcreme antibakteriell. Optimaler Schutz vor Bakterien mit Glycerin und natürlichem Kokosöl. Fand ich ganz interessant. Und ja, ist auch ohne Mikroplastik. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Ja. Die hat mitgedurft. Fand ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dann habe ich mir eine Tuchmaske mitgenommen. Und zwar ist die auch neu. Die habe ich auch online noch nicht gesehen. Und zwar von Cadea Vera. Die Hanf und Rose, also Hemp and Rose Tuchmaske mit Hanfextrakt, Rosenblütenextrakt, Hyaluronsäure und Arganöl. Fand ich sehr interessant. Und das Tuch ist zu 100, nee, zu 70% aus Hanffasern. Fand ich super interessant. Es soll pflegen und die Haut erholen. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Und ich mag ja Rosenduft sehr gerne. Und dann hatte ich das letzte Mal in meinem Müller-Haul Duschgel von Duschdas gezeigt. Und zwar, glaube ich, 3 Stück. Einmal dieses Sommerliebe, glaube ich, hieß das. Und dann die beiden aus der Wilde Blumenwiese-Reihe. Und da gibt es auch noch eine dritte Sorte. Die gab es jetzt bei mir. Und zwar heißt die Kornblume und Minze. Das ist ein Duschgel ohne Mikroplastik und das riecht auch sehr, sehr schön. Das hat halt mehr so diesen frischen Einschlag noch mit dabei und habe ich mir einmal mitgenommen. Und das zweite, was ich zwar gesehen hatte, ich auch dachte, ich habe es gekauft, aber ich es tatsächlich nicht gekauft habe, ist von Grapefruit. Nee, ist von Duschtas das Grapefruit und Ingwer Duschgel, so rum. Mit Grapefruit und Ingwer Duft, auch ohne Mikroplastik und das wollte ich auch unbedingt testen. Riecht auch sehr, sehr schön frisch. Also ich mag ja solche zitrisch-frischen Sachen, deswegen musste das mit. Und dann, das habe ich halt gesehen und dachte, okay, kostet ein bisschen mehr, probierst du mal aus. Es gab zu dem Zeitpunkt irgendwie Prozente, glaube ich, auf die Marke Barfuß. Das sind jetzt Fußmasken, beziehungsweise ein paar Fußmasken, Wellness-Socken, Lavendelduft, Kokosnussöl und Paraffin, wärmend und feuchtigkeitsspendend. Und ich habe das halt gekauft, ohne wirklich auf das Produkt zu gucken und dachte mir halt dann, warum das so hart ist. Und dann habe ich hinten drauf gelesen, dass man das tatsächlich, ja, die Socke erhitzen soll. Also man schneidet diese Umverpackung auf, macht die Socke dann in die Mikrowelle für circa 2 Minuten oder in ja, heißem Wasser, bis das Wachs innen drin geschmolzen ist. Da ist ein Herzsensor dabei. Wenn das rot ist, ist es zu heiß und wenn schwarz ist, ist es anwendungsbereit. Dann schneidet man eben die Versiegelung oben auf und dann eben gucken, dass es für einen persönlich angenehm ist von der Temperatur her. Wenn es zu heiß ist, lieber noch ein bisschen warten. Dann die Socke anziehen und andrücken. Mit diesem Aufkleber, der dabei ist, erschließen. Nach 20 bis 40 Minuten Einwirkzeit die Socke dann abnehmen. Die Füße gründlich reinigen und für einen optimalen Effekt ein weiteres Pflegebad vornehmen. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Finde ich super, super interessant. Hatte ich noch nie irgendwo so gesehen. Und man soll halt wirklich aufpassen, dass das Wachs, wo da drin ist, halt nicht zu heiß ist. Und ich fand das halt super interessant. Deswegen habe ich das jetzt einmal mitgenommen. So, und dann kommen wir auch schon zu Rossmann. Wie gesagt, das ist nicht super viel. Da habe ich einmal mitgenommen dieses Wasserspray mit spritzig frischem Duft. Das ist mit so einem zitrischen Duft für Gesicht und Körper. Ich dachte, für den Sommer ist das vielleicht ganz angenehm. Einfach so ein bisschen was zum Erfrischen haben. Und deswegen durfte das mit. Ja, so was ich riechen kann, riecht auf jeden Fall sehr zitrisch frisch. Dann habe ich endlich entdeckt von The Beauty Mask Company die Tuchmaske Super Glow mit Fruchtextrakt für jeden Hauttypen. Ist mit Ananas und Papaya und ja, die habe ich dann auch zweimal gleich mitgenommen, weil Ananas und Papaya mag ich super, super gerne.
Und die Beauty Mask Company Tuchmasken sind genial, deswegen gleich zweimal. Drei Duschgele durften mit bei Rossmann. Und zwar waren wir in dem Rossmann, der ein bisschen weiter weg ist. Da fahren wir eine gute Dreiviertelstunde hin, was tatsächlich für die Region, die ich wohne, nicht super lang ist. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir, übrigens war ich dort in dem, wo weiter weg ist, schon länger nicht mehr, eher so im Nachbardorf eben. Und ich habe gesehen, dass es dort dieses Duschgel noch gibt, diese Cremedusche von Isana. Die Cremedusche Pumpkin Spice Latte duftet nach Pumpkin Spice Latte für jeden Hauttypen. War ja so eine Herbst-Winter-LE und in dem kleineren Rossmann im Nachbardorf gibt es das eben nicht. Und in dem größeren, wo halt momentan nicht super viel los ist, weil das ist in einem Einkaufszentrum. Und die einzigen Geschäfte, die dort offen haben, ist tatsächlich Rossmann und Real und der Bäcker. Und mehr hat da nicht auf, deswegen ist da super wenig los. Deswegen gab es das dort wahrscheinlich noch, weil da nicht ganz so viel Laufkundschaft einfach ist, weil das halt auch im Industriegebiet ist. Und dann die beiden neuen, es gibt ja drei neue, das eine von den drei, das ist mit Wassermelone und Limette. Das hatte ich euch schon in einem der letzten Videos gezeigt. Aber es gibt jetzt eben auch noch die Variante My Summer Mood heißt die Reihe. Und zwar heißt die Variante jetzt hier Summer Nights mit Kokos und Orange. Das ist eben so, ja, sehr schön gestaltet, dieses Lila mit dem Blau. Das riecht auch sehr gut. Riecht aber sehr speziell. Muss man, glaube ich, mögen. Und dann einmal das Duschgel Happy Sunrise mit Passionsfrucht und Mangoduft. Ist eben ebenfalls aus dieser My Summer Mood LE. Und auch das durfte mit. Und das riecht unglaublich, unglaublich schön, intensiv fruchtig. Also richtig, richtig genial. Gefällt mir auch sogar besser wie das mit Wassermelone und Limette. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Badezusatz mitgenommen. Und zwar ein Badesalz von Alterra. Gibt es auch noch eine weitere Sorte. Vielleicht habt ihr das in meinem Neuheiten-Video gesehen. Gab es bei mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen habe ich mir hier jetzt einfach das erste Mal mitgenommen. Das Badesalz Naturfreude. Mit Bio-Geißblattextrakt und frischem Waldduft für normale Haut. Fand ich super süß, auch vom Design her. Also mit dem Eichhörnchen drauf und so. Ja, und riecht auch so ganz gut, was ich rausriechen kann. Und ich mochte eigentlich die Alterra-Sachen ganz gerne, so viel ich mich erinnern kann. Deswegen durfte dieses Produkt auch noch mit. Und ja, das war's. Da erstmal alles, was ich gekauft habe. Wie gesagt, nicht super, super viel. Ich habe euch die Preise immer ins Bild geschrieben. Sie sind aber auch nochmal unten in der Infobox, falls ihr nochmal nachschauen wollt. Genauso wie, ja, der Wert der gesamten Produkte, die ich gekauft habe. Also alles, was ihr jetzt gesehen habt, wie viel das insgesamt wert ist. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.